Man kann sie schon beinahe hören. Die Schulglocken werden wieder läuten. Ab nächster Woche, Montag, sollen alle Schulen in Deutschland wieder schrittweise öffnen. Doch eines ist klar, nur mit sehr strikten Corona-Beschränkungen. Ab wann der Betrieb wieder läuft, wie vor der Corona-Krise, dazu äußert sich jetzt die zuständige Bundesministerin Anja Karliczek. Die Schulen werden den Regelbetrieb erst dann wieder aufnehmen können, wenn ein Impfstoff gefunden ist und große Bevölkerungsgruppen geimpft sind. So lautet die klare Aussage. Das wird wohl erst in 12 bis 18 Monaten der Fall sein, so sagt sie im Bayerischen Rundfunk. Das bedeutet für uns Corona-Beschränkungen in der Schule bis mindestens Sommer 2021. Vielleicht sogar bis 2022. Bis dahin wird es laut Anja Karliczek eine Mischform vom Präsenzunterricht und digitalem Unterricht geben müssen. In den Schulgebäuden müssen außerdem strenge Hygiene- und Abstandsregeln befolgt werden. Eine weitere Möglichkeit, versäumten Stoff nachzuholen, wären Unterrichtsstunden an Samstagen oder in den Ferien, so die Ministerin. Natürlich wird man erst im Laufe der Zeit sehen, wie sich die Lage entwickelt.